Und damit willkommen zurück zu Nirem. Ich habe gerade dieses Schild hier entdeckt. Okay, nein. Und ich denke mal, irgendwie nach. Sag mir, dass ich gehe jetzt nach Sildren. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich gehe einfach diesen Weg entlang. Falls ihr euch erinnert, hier die Statue von Arantial, ne? Wo wir dann diese wunderschöne Vision hatten. Oder echt. Das war echt. Oder keine Ahnung. Ne? War irgendwas. Hier ist noch ein Quest hinzugefügt. Ich habe das Tagebuch eines verunglückten Abenteurers gefunden. Er berichtet von den Isela-Ruinen westlich von Sildren und von sehr mächtigen Familienerbstücken. Wenn diese Erbstücke wirklich so mächtig sind, sollte ich den Ruinen vielleicht einen Besuch abstatten. Ja. Wäre vielleicht eine Idee. Aber ich muss gleich mal gucken, was für ein Level das hier ist. 7 bis 14, ja, wir sind Stufe 8, also mittlerweile ist das in Ordnung, hier zu sein. Aber nur ein bisschen. Glaube, da vorne sind nochmal Gegner, ja. Oh, gibt es keine bessere Möglichkeit, einen sich zu heilen? Die Rollen sind auch immer nur einmalig, das ist Kacke. Volle Kanne getroffen. Yes. Na komm her. Den hat's aus dem Leben jetzt gepfeffert. Na, bleibst du so? Auf dich zu bewegen. Dann kann ich meine Kuh auf dich machen. Mein Feuerball. Obwohl, ich sollte lieber. Was war da die 3, oder? Oh, hi, Leiche. Ich nehme mal dein Gold mit, ja? Entschuldige. Feueröl, okay. Ah, getroffen. Und er ist tot. Ach so, oh, hi. Nicht gesehen. Na gut. Schleiche ich einfach von der Seite an, das ist in Ordnung. Super das Effektivste, was man machen kann. Zumindest gegen mich, weil ich sehr unaufmerksam bin. Okay, die Musik hat gewechselt. Das schon zur Kampfmusik. Soll das ein Geigen darstellen oder? Ich glaube, das soll den Geigen darstellen. Bin mir allerdings nicht ganz so sicher. Eure Athletik hat sich verbessert. Sehr schön. Bin ich jetzt hier in Sildren? Ja, ich bin in Sildren. Hallo. Was gibt's denn? Weiß ich nicht. Was? Das Über interessiert dich? dich? Oh, nun, wo soll ich da anfangen? Also bevor ich. Nun, bevor ich ein Sklave in Sildren war, lebte ich bei meinen Eltern. Mein Vater war ein Priester und er lehrte mich jeden Tag, Gehorsam gegenüber unseren Göttern zu zeigen. Ich musste die Lehren aller 7 Götter auswendig lernen und wenn ich mich an etwas nicht erinnern konnte, dann wurde ich geschlagen. Und dann, eines Tages, kamen meine Eltern nicht mehr nach Hause zurück. Auf den Straßen herrschte eine Revolte wegen irgendetwas und dort sind sie hineingeraten und kamen ums Leben. Ich wusste, dass es Vorherbestimmung sein musste. Etwas, das die Götter getan haben. Und dass es gut für mich war. Das war so eine Art Prüfung, denke ich. Auch was danach kam, als ich an die falschen Leute geriet und dann in Sildren endete. Ich habe durchgehalten. Und dann kamst du und die Prüfung war beendet. Eben war ich noch ein Sklave, nun aber bin ich etwas Besonderes. Das ist so, so neu. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Trotzdem danke, dass du mich da rausgeholt hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Hä? Wo rausgeholt? Ich hab doch nur gefragt. Okay. Ein unfassbarer.
unverschämt ist, pack diese Eternen. Ja, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ungeziefer. Ja, es ist in Ordnung. Nur diese Eterna, ne? Lagerhaus, so? Ihr habt keine. Hallo, natürlich habe ich einen Dietrich. Nennt man das Linksklick und dann. Oh. Dann Unlock und dann, ne? Besser Dietrich, den es gibt. Gibt es hier irgendwas? Es gibt hier eine Ratte. Okay. Es gibt hier Ratten. Noch mehr. So. Gibt es jetzt hier irgendwas Interessantes? Eisenerz. 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 Wassermelone. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ja, nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Stimmt, ich kann ja echt immer alles mitnehmen, weil, ne? Ich habe ja mein Ding, was seitdem endlos mir endlos Platz gibt. Stimmt. Da habe ich nicht vergessen. Von daher gebe ich das irrelevant. Ich kann immer alles mitnehmen. Und immer alles verkaufen. Das ist einfach so ein Zeitersparnis. Dass ich nicht hin und her laufen muss. Sondern einfach alles mitnehmen kann. Es ist super. Aber okay, im Lagerhaus ist dann anscheinend nichts. So. Lagerhaus war ich. Sehr schön. Sildren, Sklaven. Okay. Ich habe auch Sklaven auf meinem Server. Aber das sind nur Bots. Nee, ich mit Absicht Systemsklaven. Okay, ich bediene mich mal hier. Ja, danke schön. Okay, ich glaube, das kann etwas dauern. Alles leer geräumt. So, die Hütte hier noch. Krios Hütte, okay. Hi. Kann ich hier... Hey, was soll das? Warum sprichst du mich an? Geh zu Creo, wenn du irgendwas willst und mache keinen Ärger, klar? Wer das sein könnte? Nein, ich will dich nicht, danke. Hi, Creo. Verschwindet. Ich habe keine Zeit, um mich mit irgendwelchen Fremden abzugeben. Okay, wer das sein können. Huch. Na, was bist du denn für einer? Frischfleisch etwa? Mir schreibt, du hast dein Smartphone vergessen. Wie, ich habe mein Smartphone vergessen? Nein. Ist doch hier. Ich habe nichts vergessen, aber danke für das. Für die Verwirrung. Söldnerunterkünfte, okay. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier Kampf ist. Warum? Ich habe jetzt nicht damit... Hä? Das Haus war nicht versperrt oder so, ne? Petmer schreibt, ist auch von... JBO. Mein Handy ist nicht von JBO. Ne, das ist Sony. Ja. So, jetzt noch der Bogenschütze hier. Du stirbst. Kommst du halt nicht raus. Ne? Alle tot? Super. Ihr seid schon... Ja, ist ja gut. Ich habe ja meinen schönen nimmervollen Beutel. Ne? Und da schmeiße ich jetzt alles rein. Da ist alles, was ich nicht brauche. Alles drin und ich kann wieder... Kann wieder alles mitnehmen. Sehr schön. Und auch von dir bitte einmal alles mitnehmen. Das ist einfach, wie gesagt, das ist so gut. Ah. Sonst müsste ich ja alles hin und her, hin und her, hin und her... Wenn ich das alles hier verkaufen wollen würde. Kann während eines Das war doch kein Einbruch. War okay. Soll ich weiß, haben die Prinzen das Lied geschrieben. Ja, mit den alles nur geklaut, ja. Das ist definitiv.
Müssen sie zumindest, also ich weiß, irgendein Lied haben sie auch nur gecovert, aber ich weiß nicht mal, welches das war. Das ist gerade mein Problem. Aber alles nur geklaut ist, glaube ich, original von denen. Schubladengreifzucker, dankeschön. Nee, lass mich da. Ein Serumzeichen. Ja, 8 von 100. Nice, immerhin. Nimm mit. Ich will diese Sache hier aufheben, nicht. Ach, nimm ich dir den Pinsel daraus. Dass man ja auch nicht genau drauf gucken darf. Ne? Hier ist noch ein Bett, okay. 5. Alles meins. Alles. Gut, dann kann ich jetzt hier raus. Hier, Naki, da ist, ne? Oder? Hier? Nehme ich auch noch mit. Garn. Eine Urne. Ja, komm, auch mitnehmen. Alles verkaufen. Na dann. Anscheinend gibt es dann hier in Siltren noch nichts für mich zu tun. Das heißt, wir gehen jetzt wieder Richtung Sanktum. Und wir sind wieder im Sanktum angelangt. Und ich habe auch schon eine Meldung bekommen, dass die noch eine Quest für mich hat. Dürfte ich euch kurz aufhalten? Ich muss euch etwas sagen. Und zwar werde ich in Kürze zu einer längeren Reise aufbrechen und weiß noch nicht, wann ich zurückkommen werde. Allerdings habe ich noch eine Aufgabe für euch. Wenn ihr die nicht jetzt erledigt, werdet ihr wohl nie mehr dazu kommen. Natürlich will ich euch nicht zwingen, aber es wäre von Vorteil für euch, dies zu machen, bevor ihr euch mit irgendetwas anderem befasst. Okay, zweite Aufgabe. Ich habe eine weitere Aufgabe, mit der ihr euch befassen könnt. Dieses Mal jedoch wird es wohl etwas schwieriger werden. Im Dorf Gilead ist eine junge Frau verschwunden. Aber weder wollen die Soldaten nach ihr suchen, denn sie sagen, ihr Sold sei nicht hoch genug, um sich für so etwas in Gefahr zu begeben. Noch haben die Dorfbewohner den Mut, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Da kommt ihr also ins Spiel. Geht nach Gilead und stellt Nachforschungen an, wo die Frau zuletzt gesehen wurde. Wenn ihr sie finden könnt, würde das sicherlich Vertrauen unter den Bewohnern schaffen und damit unsere Versorgung mit Nahrungsmitteln aus dem Dorf erleichtern. Tut also alles, was in eurer Macht steht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Okay, ist kein Thema. Zauberspruch kaufen. Da! Ich will diese. Die haben, dankeschön. Ah. Tauschhandel? Du verkaufst Arkanstein. Oh, die kaufe ich mir. Auch wenn es ein bisschen teuer ist, ist mir egal. Das ist mir egal. Teleportruhen nehme ich mir auch mal mit. Yep. Und ich könnte... was kann ich alles bei ihr verkaufen? Alles? Oh, wir verkaufen mal bei ihr, ne? Moment. Sehr schön, haben wir so gut wie verkauft, wie es ging. Das muss jetzt gleich noch aktualisiert werden. Yep, 341, sehr schön. Du bist doch ein Lehrmeister, ne? Hallo. Und zwar in stumpfe Waffen, bitte. Und nochmal in stumpfe Waffen. Nochmal in stumpfe Waffen. Nochmal in stumpfe Waffen. Ne, ich glaube, jetzt reicht das mal. Ich glaube, will auch noch irgendwann Lehrpunkte für andere Sachen haben. Wie viel Geld habe ich jetzt nur? Ein bisschen habe ich verloren. Habe ich nicht auch irgendwo Bücher gehabt? Irgendwo? Da. Ah, Gott. Nee, obwohl, nee, das ist nicht so wild. Nimm mal volle Beutel, das hätte ich nicht weggelegt. Haus der Magier. Wir haben uns den Sanktum auch noch nicht richtig umgeguckt. Ne? Ja? Wer bist du? Melvin, okay, das Sanktum. Nun, wisst ihr, dieses Sanktum ist der Sitz des Ordens, also quasi unser Hauptquartier.
Es gibt keinen besseren Ort, um sich der Magie hinzugeben. Schließlich werden die arkanen Kräfte genau hier gebündelt. Hm. Der Orden kämpft für eine gerechte Sache. Es geht um die Freiheit der Menschen und ihr Recht auf Selbstbestimmung. Unser Hauptsitz ist hier im Sanktum. Aber wir haben auch Anhänger im Nordreich und im Süden. Sie halten alle Ausschau nach Begabten, um sie in der Magie auszubilden. So war es auch bei euch. Der Orden hat euch entdeckt und nun seid ihr hier. Alles klar. Alles klar. Du, Templer, hast nichts zu sagen. Hier können... Oh, seid da. Ihr gekommen? Eigentlich nicht. Tauschhandel. Sucht euch in Ruhe was aus. Genesungstrank. Ah ja, danke. Gib mir alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du da drüben, hast du auch noch? Hallo. Du mit deinen... Ja, ne? Augenbrauen? Kein Problem. Oh. Ach, wir hätten feilschen sollen. Danke. Danke. Ne, ihr habt nicht genug Goldstücke. Das ist nur... Das 210 habe ich. Jetzt habe ich gar keine. Ist mir egal. Ich brauche diese Tränke. Das ist gut. Das ist echt gut. So, was ist hier oben? Erstmal verwinkelte Gänge. Hi, Uria. Hallo? Okay, nicht ansprechbar. Das wäre zum Klauen, okay. Will ich aber nicht. Ich will hier nichts klauen. Ich will mich hier nicht schlecht machen mit denen. Das wäre, glaube ich, nicht so vorteilhaft. Da ist eine Holztür. Egal, was hinter dieser Holztür ist, es ist irrelevant. Weil ich kann eh nichts machen. Ne? Ja, es wäre alles klauen. Von daher, glaube ich, ist das wirklich komplett irrelevant hier oben. Es sind einfach nur die Schlafgemächer und so alles. Wo geht's eigentlich hier raus? Okay, es geht irgendwo rein. Durch. Alles klauen, es ist... Okay. Das ist sein privates Gemach oder was soll das hier sein? Sorry, dass ich gestört habe. Ich leg's hier mal wieder hin, ne? Bitteschön. Hab ich gerne gemacht. Ich wollte es nicht wegschmeißen. Dann haben wir das fertig, das Haus. Wo geht's eigentlich? Wo geht's da hin? Ich glaube, da waren wir nie drin, ne? Aber was hinter dieser Tür sich befindet, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst noch ein Like da. Bis dahin. Cheerio.